Yo, servus und willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 18 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Und heute gehen wir ins Saisonfinale und ich habe mal eine Grafik vorbereitet für euch. Und zwar sieht man da einmal einerseits uns, wir als Verein und unsere drei Gegner und von vier anderen Mannschaften die drei Gegner. Und zwar ist es einmal vom FC Schalke 04, von Borussia Dortmund, von RB Leipzig und von der TSG 1899 Hoffenheim. Und ich hoffe einerseits, dass es euch gefällt, wie ich das gemacht habe. Andererseits habe ich natürlich dafür eine Vorlage genommen. Generell hoffe ich einfach mal, dass das bei euch auf jeden Fall gut ankommt. Hier seht ihr einfach mal in der Übersicht, wer die Gegner der anderen sind in den letzten drei Spielen. Ich habe mir mal die Mühe genommen und einerseits auch die Tabelle dahin hingemacht, whatever. Und rein technisch gesehen könnten wir sogar noch Meister werden. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Aber es ist aktuell noch drin. Wollen wir mal hoffen, dass wir einen guten Saisonabschluss haben und es in die Euroleague schaffen. Das wäre unser Ziel und ich hoffe, das erreichen wir auch. Notfalls könnten wir auch Siebter werden, vorausgesetzt Leipzig und Dortmund stehen beide vor uns, wenn wir Siebter sind. Und erstes Spiel gegen Wolfsburg, die sind auf der 10, dann gegen Leverkusen, die sind Dritter, und dann gegen den VfB Stuttgart, die sind auf Platz 17. Meiner Meinung nach ist das mit einer der schwersten Aufgaben von den vier anderen Mannschaften, die wir haben. Ich würde einfach mal behaupten, Hoffenheim hat es irgendwie schwieriger, denn die spielen noch unter anderem gegen Schalke und gegen Bayern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie davon auf jeden Fall ein Spiel verlieren werden. Also gehen wir einfach mal in unsere Aufstellung und hoffen, dass da in den nächsten drei Partien einfach das Glück auf unserer Seite ist. Und natürlich werden wir mit der besten Aufstellung, die wir haben, auf den Platz gehen. Ich denke, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Seitdem wir gegen, ich glaube es war Union Berlin gewonnen haben, läuft es einfach wieder. Auch wenn es nur knappe Arbeitssiege waren gegen Köln und gegen Augsburg mit 1-0. Haben wir aber immerhin gewonnen und das zählt. Ach ja, und eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen. Und zwar habe ich mir neben der Aufnahme Kalinic geholt. Also der Spieler, den ich schon die ganze Zeit haben wollte, der ist vereinslos gewesen. Und den werde ich versuchen aufzubauen. Kann auch auf dem linken Mittelfeld spielen, das heißt auf der Außenbahn auch. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt, ihn zu holen, deswegen ist er jetzt auch im Kader. Unser Kader ist enorm groß, das muss man mal so sagen. Aber nun ja, gehen wir ins Spiel. Spieltag Nummer 32. Der VfL Wolfsburg trifft auf dem MSV Duisburg. Und wie wir schon vor diesem Spiel angesprochen haben, geht es für den MSV auf jeden Fall noch um die Euroleague. Wenn nicht sogar um die Champions League, wenn man ganz viel Glück hat und die letzten drei Spiele wirklich alle gewinnen sollte, dann ist die Chance sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass man noch auf Platz 4 landen könnte. Denn der Abstand beträgt gerade mal 4 Punkte, wie wir hier gerade gesehen haben, auf Hoffenheim. Die stand jetzt auf Platz 4 liegen und mit uns eine der schwersten Aufgaben noch vor uns haben. Generell haben wir wieder die beste Abwehr, haben wir uns wieder zurückgeholt, nachdem wir mal so zwischenzeitlich da vom Platz 1 runtergerutscht sind. Aber das sollte uns auf jeden Fall nicht wirklich beeindrucken. Und das ist die Ausstellung der Gäste mit Menzel im Tor. Dann haben wir Le Goff, Jedwai, Marcelo, Hernandez, Seguin, Lorente, Möbius auf der 10. Ganz vorne Osimhen und Immobile und auf der Rechtsverteidigerposition Manquillo. Und damit gehen wir in die Partie. Wir von links nach rechts in den roten Trikots gegen weiße Wölfe. Wayne Kent ist am Boden liegen geblieben. Schrecksekunde für den MSV. Steht da gerade wieder auf, wie wir gerade sehen. Immer noch Luka Jovic, versucht so aus der Distanz, bleibt aber hängen. Da ist Wayne Kent! Und Menzel kann den Ball fangen und pariert ihn sicher. Luka Jovic,
Luka Jovic, stark von Luka Jovic. Luka Jovic! 1-0 MSV. Die Zebras gehen in Führung und das ist so wichtig. Gucken wir uns nochmal an. Jovic dreht sich da um. Ich denke mal, Cyril ist das. Und dann einfach mal aus gut 20 Metern abgezogen. Keine Chance für Menzel im Tor. Und damit müsste er sein 16. Saisontor machen, der Jovic. Jawohl. Guter Ball auf Mankilo. Immobile. Der Schuss von Immobile, kein Problem für Lencini. Fehlpass von Mankilo, das ist Philipp Schobesberger. Am Tor vorbei. Und das war's. Der MSV Duisburg gewinnt gegen den VfL Wolfsburg und es fehlen nur noch 2 Spiele und man wäre vielleicht in der Euroleague. Mal gucken, wie die anderen Ergebnisse waren. Die werdet ihr gleich auf jeden Fall in der Übersicht sehen. Das Spiel war nicht so interessant. Beide hatten jetzt nicht wirklich die Chancen, die wirklich gefährlich waren. Gab insgesamt vielleicht 3 Schüsse, die wirklich interessant waren. Einer davon war drin. Das war das Spiel auch schon. Ryan Kent hat sich verletzt. Verstautes Knie wird für 3 Wochen ausfallen. Das ist schon das 2. Mal in dieser Saison, dass der Engländer ausfallen wird. Bitter, damit verpasst er das Saisonfinale. In Anführungsstrichen. Weil das Spiel gegen Wolfsburg hat er ja noch teilweise gemacht. Ist trotzdem bitter. So, der Spieltag ist vorbei. Leverkusen gewinnt gegen Bayern. Alles klar. Das ist schon mal überraschend. Frankfurt gewinnt. Ich glaube, dadurch ist tatsächlich Frankfurt wieder auf Platz 1. Werden wir uns gleich auf jeden Fall angucken. Was uns interessiert ist, Schalke gewinnt mit 2-0 gegen Stuttgart. Dann haben wir noch Dortmund gegen Gladbach 1-1. Und was aus unserer Sicht halt ebenfalls neben den 1-1 gut ist, Hertha gewinnt 2-1 gegen Leipzig und das ist enorm wichtig für uns. Nebenbei habe ich noch Hoffenheim gewinnt 1-0 gegen Mainz. Das ist schade, weil dann sind die weiterhin 4 Punkte vor uns. Aber die schweren Spiele für Hoffenheim kommen ja noch, also von daher mache ich mir da erstmal keine Sorgen. Jetzt spielen wir gegen Leverkusen und die haben gerade die Bayern geschlagen, also das könnte schwierig werden. In der Tabelle gibt es dann das Ergebnis, dass die Eintracht aus Frankfurt Erster ist. Mit 2 Punkten Vorsprung, 2 Spieltage vor Schluss. Wir haben 4 Punkte Rückstand auf Platz 4, aber das ist nicht so unser richtiges Ziel. Wir wollen ja unbedingt auf Platz 5 oder 6 landen. 7 wäre auch noch drin, solange Dortmund und Leipzig vor uns sind. Also, das Ganze ist schon eng. Also, Duisburg mit 53, Leipzig mit 53, dann haben wir Dortmund und Schalke mit 52. Also, das ist eng. Meister werden können wir Stand jetzt nicht mehr. Also, wäre wahrscheinlich auch so da nicht drin gewesen. Unten passiert jetzt auch nicht mehr so wirklich viel. Keiner von den 3 Mannschaften unten hat irgendeinen Punkt geholt. Und damit gehen wir dann in die Ausstellung gegen Leverkusen. Und das ist unsere Ausstellung, mit der wir gegen Leverkusen spielen werden. Logischerweise muss jetzt Engin auf die linke Seite rücken, weil ja, Kent hat sich ja verletzt, fällt für 3 Wochen aus. Das heißt, er spielt auf jeden Fall nicht mehr in dieser Saison für den MSV. Bisschen bitter, denn er ist schon ein extrem wichtiger Spieler für mich auf der linken Seite. Vor allem wegen der Schnelligkeit und der Beweglichkeit, die er hat. Man muss aber auch sagen, Engin ist halt ungefähr ähnlich. Also mache ich mir da ebenfalls auch keine Sorgen, dass er jetzt da irgendwelche schlechten Leistungen bringen sollte. Das wird nicht passieren. Hoffe ich mal. Und ansonsten muss man noch erwähnen, Kalilic sitzt auf der Bank. Einfach weil er exakt das gleiche spielen kann wie Engin und wir halt sonst ja nicht so wirklich flexibel sind, was linkes Mittelfeld angeht. Und damit gehen wir in die Partie. Spieltag Nummer 33. Der MSV trifft in Leverkusen auf Bayer 04 Leverkusen. Und das bedeutet, der Tabellendritte trifft auf den Tabellenfünften. Für Leverkusen geht es nach wie vor um die Champions League, denn mit einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg von Hoffenheim über Schalke wäre man kurz davor, noch auf Platz 5 abzurutschen.
Und das wäre für Leverkusen der Worst-Case-Szenario, würde ich mal so sagen. Hier ist die Tabelle. Gerade mal 5 Punkte trennen uns auf Leverkusen. Also sie müssten am letzten Spieltag tatsächlich gewinnen, damit sie dann sicher in der Champions League landen. Und ja, zumindest vor uns. Also vor uns landen. Und wir müssen heute auf jeden Fall gewinnen, weil die Konkurrenz nicht schläft. Ich denke, das ist schon ganz gut als Bezeichnung dafür. Und das ist die Ausstellung von den Gastgebern Lehn und Tor. Dann haben wir eine Dreierkette mit Manolas, Maguire und Nainon. Bailey, Henderson, Bender und Chiesa im Mittelfeld. Und ganz vorne Onyekuru, Origi und Verdi. Natürlich spielt Leverkusen sehr offensiv gegen uns. Wie eigentlich auch immer. Und damit beginnen wir die Partie von rechts nach links in den weiß-blau gestreiften Trikots gegen schwarze Leverkusener. Engin. Jovic auf Thomas Murk. Der spielt den Ball zurück auf Luka Jovic. 1-0. Der MSV führt gegen Leverkusen. Und damit ist das Tor zur Euroleague ganz weit offen. Und das ist das Problem der Ausstellung von Leverkusen. Sie sind einfach hinten dann extrem offen, wenn sie mal nicht den Ball haben und der Konter der Zebras läuft. Und das war einfach gut gemacht von Murk und Jovic, die da perfekt eine Lücke gefunden haben. Und dann Jovic schiebt ein. Zum 1-0. 17. Saisontor. Ist auch kurz davor, Torschützenkönig zu werden. Also mal gucken, was da passiert. Aber jetzt erstmal hoffen, dass wir gewinnen. Ich spiele den Ball mal hoch auf Onyekuru. Wisni hat da seinen Fuß drin. Das ist Verdi, Verdi, Pfosten. Der Nachschuss. Lencini hält. Das ist ein bisschen Glück bei gewesen jetzt. Erste gefährliche Möglichkeit von Leverkusen. Und da ist Fabian Schnellhardt. Aber kein Problem für Lehn und Tor von Leverkusen. Schneller, nochmal auf Mühl, auf Murk. Und das ist Schobesberger. Schobesberger, 2-0. Der MSV mit einer sehr guten Position jetzt. Und das war gut gespielt über Murk. Und dann ist da viel Platz für Schobesberger und dann ab in die lange Ecke mit dem Ball. An Leno vorbei. Und vorher an Manolas vorbei. Und der MSV, wenn die Ergebnisse stimmen, ist der Europa League Platz sicher. 6. Saisontor für Philipp Schobesberger. Thomas Murk bekämpft sich den Ball. Das ist wieder Schobesberger. Zurück auf Thomas Murk. Thomas Murk und Leno. Der ist da und hat den Ball. Maguire. Fehler von Nanon. Kein Foul von Luka Jovic. Schobesberger. 3-0, das war's. Die Entscheidung. Doppelpack Philipp Schobesberger und der MSV könnte das Ziel erreicht haben. Aber eigentlich bin ich der Meinung, es hätte hier Freistoß geben müssen, da Jovic da Nang North fault, sich so den Ball holt und dann schnelles Umschaltspiel, der Ball zu Schobesberger und dann wieder an Leno vorbei, diesmal unten links in der Ecke. Aber ich denke, das geht hier in Ordnung, diese Führung. Im Nachhinein ist das, denke ich, auch vollkommen verdient. 7. Saisontor für Philipp Schobesberger. Und das war's. Der MSV Duisburg gewinnt 3-0 in Leverkusen. Nach einer ziemlich abgezockten Leistung. Mal wieder. Man hat hier ganz ruhig gespielt. Sich darauf verlassen, dass es irgendwie reicht. Mit dem 1-0. Und dann gnadenlos zugepackt, würde ich sagen. Von Leverkusen kam nicht viel. Aber da ist man ohnehin sowieso schon fast sicher in der Champions League, denke ich. Wir gucken uns die Ergebnisse über die Übersicht an. Da haben wir fangen einfach mit dem Wichtigsten an. Schalke verliert 2-1 gegen Hoffenheim.
damit ist Hoffenheim sicher vor uns, egal was da passiert. Wir gewinnen 3-0 gegen Leverkusen. Und jetzt, was hat Dortmund gemacht? Das ist extrem wichtig. Aber vorher Leipzig mit einem 3-0-Sieg über Mainz. Und der erste FC Köln beschert dem MSV Duisburg die Europa League, weil sie 2-1 gegen Dortmund gewinnen. Ja, Mann! Aber noch wichtig ist die Meisterschaft. Frankfurt gewinnt 2-0 gegen Wolfsburg und hat das alles selber in der Hand. Denn unentschieden würde wahrscheinlich reichen. Denn die Bayern spielen 2-0 gegen Freiburg, gewinnen. Und müssen gewinnen am letzten Spieltag gegen Hoffenheim. Andererseits gucken wir mal eben ganz kurz nach ganz unten. Und da ändert sich halt auch was. Union Berlin hat jetzt aus eigener Hand die Möglichkeit, noch auf den Relegationsplatz zu kommen. Gewinnt 3-0 gegen VfB Stuttgart. Und das ist unser nächster Gegner. Ist damit an denen vorbei und auf ganze 2 Punkte ran an den Freiburgern. Müsste sein, oder? Ja. Das ist nochmal interessant. Der letzte Spieltag ist für uns eigentlich nur platzierungstechnisch was wichtig, denn ja, wir könnten vor Leipzig sein oder hinter Leipzig sein. Also entweder 5. oder 6. Also für uns, denke ich, wäre Platz 5 doch schon wichtig. Und gucken wir uns eben die Tabelle auch an. Frankfurt mit 2 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Dann haben wir Bayern mit 61 Punkten, 2 Punkte hinter Frankfurt. Und 1 Punkt dahinter ist Hoffenheim, die an Leverkusen vorbeigegangen sind. Und für Leverkusen könnte das Ganze sogar noch eng werden, denn wir sind bis auf 2 Punkte ran, haben die bessere Tordifferenz. Also mit einem Sieg könnten wir sogar Platz 4 erreichen. Das wäre mal eine geile Sache. Und wie schon angekündigt, unten Freiburg 2 Punkte vorne, eine schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu Union Berlin. Also da sollten die Breisgau mal aufpassen, dass sie nicht noch direkt absteigen. Die spielen gegen Leipzig, by the way. Also das könnte schwierig werden. Gucken eben ganz kurz noch an, was wichtig sein könnte. Dortmund spielt aber gegen Union Berlin. Das heißt, für Union Berlin wird es halt auch schwierig. Leverkusen spielt gegen Hannover. Das müsste der Tabellen 15. sein. Also, naja, das ist für uns jetzt entweder hoffen, dass der Gegner verliert, oder wir nehmen sicher und entspannt den letzten Spieltag mit. Keine Ahnung, wie wir das machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in die Ausstellung. Bevor wir aber in die Ausstellung gehen, bekommt man erstmal eine Meldung, dass wir den Kader für die WM festlegen müssen. Und zwar, denke ich, bleiben wir exakt so, wie wir das auch in den letzten Testspielen gemacht haben. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Bruma auf jeden Fall ab und zu meinem Sturm einsetzen werde. Das war eine richtig gute Idee. Ich glaube, die kam von Flussfinger. Lass mich lügen. Ich glaube. Jedenfalls danke dafür. Und ja, mal gucken, was wir in der WM so reißen können. Auf jeden Fall ist der Kader besser als so manche in dem WM-Modus, muss man sagen. Der ist richtig gut, der Kader. Ich freue mich auf jeden Fall auf André Silva vorne. Der hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht in der WM-Qualifikation. Bruma ist auch ein interessanter Junge. Und ansonsten, ja, mal gucken. Mein Chavez ist auch ein guter. Wäre vielleicht sogar einer für den MSV in der nächsten Saison, je nachdem wie teuer er ist. Also warum nicht? Mal gucken. Wir schicken den Kader so ab und damit gehen wir dann Richtung letztes Spiel. Und das ist die Ausstellung für das letzte Spiel in dieser Bundesliga-Saison. Wir verändern nichts, bis auf der Bank. Da tut sich ein bisschen was, und zwar Danny Blum, der wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eingewechselt werden. Für sein letztes Mal im MSV-Trikot wechselt er, wenn ich richtig liege, nach Fürth in die zweite Liga. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel ein De Vrijs nicht dabei. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Denn Danny Blum verdient einfach mal diesen Auftritt. Diesen letzten Auftritt mit dem MSV. Hat uns ja in die erste Liga geschossen, wenn wir uns noch dran erinnern, mit seinen Toren in der Rückrunde. Das war echt unglaublich gut von ihm. Und damit gehen wir dann in die Partie gegen den VfB Stuttgart, für die es ja noch um Platz 16 geht. Auch wenn es sehr, sehr schlecht für die aussieht. Und ja, mal gucken, was so passiert. Wir gehen ins Spiel.
Der letzte Spieltag in der Bundesliga-Saison 21-22. Und der VfB Stuttgart trifft auf den MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena. Ein letztes Mal zu Hause in dieser Bundesliga-Saison. Und mit ganz viel Glück könnte der MSV sogar noch Platz 4 belegen und damit in die Champions League-Quali einziehen. Und ja, man hat den 5. bzw. 6. Platz sicher, denn Dortmund und Schalke haben ihr letztes Spiel verloren. Und ganze 4 Punkte Rückstand auf den MSV. Wobei man sagen muss, in der Euroleague ist man noch nicht sicher, weil es gibt die Qualifikation. Natürlich muss man auch erwähnt haben, wie wir die Tabellenkonstellation sehen. Könnte heute sogar Frankfurt aus eigener Kraft Meister werden. Und wir, wenn wir ein bisschen Glück haben von, ich glaube Hannover war es, können wir sogar noch Vierter werden. Und das ist die Ausstellung vom VfB Stuttgart mit gerade im Tor. Dann haben wir Robertson, Rakitski, Jiraj und Almeida, Askasiba und Pessinho, Rebic, Sessa, Akolo und ganz vorne Daniel Ginczek. Oder Ginczek, wie auch immer man die Nummer ausspricht, ich nenne einfach Ginczek, weil, ja, ist für mich einfacher. Und damit beginnen wir die Partie von links nach rechts in den weiß-blau gestreiften Trikots gegen rote Stuttgarter. Das ist wieder Jovic, wird da gefoult. Jovic nimmt aber den Vorteil mit, legt den Ball in den Rückraum für Engin und Gral mit einem super Reflex. Das war richtig gut gespielt, aber Engin darf dann den Ball auch mal gern reinmachen aus diesen paar Metern vom Tor. Engin mit dem Ball gewinnt, stark gemacht von Engin. Legt den Ball raus auf Thomas Murk, Thomas Murk und wieder ist Gral dazwischen. Ecke von Schobesberger, rechte Seite bringt den Ball rein und da ist Wisni und wieder ist Kral da. Petkovic findet da Thomas Murk, Latte, was soll noch alles passieren, damit der Ball da reingeht? Petkovic, Engin am Tor vorbei. Der MSV, die stärkere Mannschaft, aber belohnt sich bisher nicht. Jovic schickt den Ball da in den Lauf von Thomas Murk, Jiraj mit dem Fehler, das ist Thomas Murk und er schiebt den Ball am Tor vorbei. Jovic, hoher Ball für Danny Blum, der ist mittlerweile in der Partie. Kein Anspiel von Danny Blum, immer noch Danny Blum mit dem Haken, bleibt er erstmal hängen. Danny Blum mit der Flanke und da ist Engin! Vollrückzieher von Engin, 1-0 Duisburg. Der MSV geht in Führung und was für ein Tor! Danny Blum nochmal zum Abschluss mit einer Vorlage und der Fallrückzieher von Engin landet im Tor. Geht da an Gral vorbei. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob da Almeida noch dran war. Aber starkes Tor von Engin. Akolo nochmal. Akolo. Pessinho am Tor vorbei. Bada schickt nochmal Danny Blum. Danny Blum ist praktisch durch. Danny Blum und Gral. Der Gral hat heute eine ordentliche Partie. Der muss heute viel halten für den VfB. Am Ende wird es aber trotzdem nicht reichen. Kalinic. Nochmal auf Jovic. Der legt den Ball nochmal durch für Kalinic. 2-0, das war's. Die Entscheidung. Tim Kalinic. Schiebt die Kugel an Gral vorbei. Der MSV wird zu 100% auf Platz 5 stehen. Aber die Frage ist, hat Leverkusen das Spiel gegen Hannover zumindest unentschieden gespielt? Das würde reichen. Stark gemacht mit dem Doppelpass von Kalinic und Jovic. Und dann an Gral vorbei. Und der VfB ist in der nächsten Saison leider Gottes in Liga 2 wieder zu finden. Und das war's. Der MSV Duisburg gewinnt mit 2-0 das letzte Spiel dieser Bundesliga-Saison.
und darf zumindest in der Europa League Qualifikation auf jeden Fall ran. Die Frage ist, hat Leverkusen das Spiel gegen Hannover jetzt verloren oder nicht? Das werden wir erst gleich erfahren. Auf jeden Fall eine ordentliche Partie vom MSV. Die Chancenverwertung war Mangelware. Vom VfB Stuttgart kam einfach zu wenig. Haben wahrscheinlich einfach schon an sich die Hoffnung verloren, dass sie es schaffen, weil die Tordifferenz einfach so schlecht war im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Da hätten sie es echt schwer gehabt heute. Aber ja, am Ende steigen sie ab. Aufgrund ihrer Leistung im Wettbewerb haben wir zusätzliche finanzielle Mittel erhalten. Mit diesen Mitteln können wir das Transferbudget in der nächsten Saison erhöhen. Wettbewerb Bundesliga Preisgeld 74,1 Millionen bekommen wir. Die Frage ist nur für welchen Platz, das werden wir gleich sehen. Und das ist die Endtabelle der Bundesliga-Saison 21-22. Frankfurt gewinnt die Meisterschaft in Abwesenheit von mir, könnte man meinen. Setzen sich gegen Bayern durch und in anderen Mannschaften wieder hinterkommen. 2 Punkte Vorsprung, 66 Punkte geholt, ist für den Meister vielleicht ein bisschen wenig, aber bei dem Duell, guckt euch mal die Tabelle generell mal an, wie knapp es vor den 3 Spieltagen war und wie es am Ende ist. Es ist immer noch verdammt knapp, denn ganze 7 Punkte haben uns gefehlt für die Meisterschaft und 3 Tore. Beziehungsweise eher 4, weil wir deutlich weniger Tore geschossen haben als Frankfurt. Witzigerweise haben wir die Frankfurter 2-mal in dieser Saison besiegt, einmal mit 1-0 und einmal mit 3-1, also haben wir den Meister sogar 2-mal geschlagen. Wahrscheinlich als einziger sogar vielleicht. Leverkusen hat sich am Ende sogar noch durchgesetzt gegen Hannover mit 3-1. Stand zwischenzeitlich mal 2-1 oder 1-1, was auch immer. Hoffenheim verliert gegen die Bayern mit 1-0. Und damit fehlt uns im Endeffekt ein einziger Punkt, um in die Champions League einzuziehen. Das ist so ärgerlich, ne? Wir haben so eine gute Hinrunde gespielt und in der Rückrunde haben uns das dann einfach versaut. Das ist einerseits bitter, aber im Endeffekt haben wir unser Minimalziel erreicht, sage ich mal. Wir sind in der Euroleague dabei. Zumindest wenn wir die Qualifikation gewinnen, haben wir unser Ziel vom Vorstand erreicht. Im Endeffekt haben wir noch ein bisschen Glück gehabt gegen Stuttgart, dass wir noch 2 Tore gemacht haben. Denn wenn nicht, dann wäre Leipzig an uns vorbeigegangen. Am Ende landen wir auf einem sehr guten 5. Platz. Leipzig punktgleich mit uns, aber halt wegen der schlechteren Tordifferenz hinter uns. Dortmund vor Schalke in der Tabelle. Ich denke, das freut die Dortmunder teilweise auch. Aber so wie die Dortmunder in den letzten 3 Jahren gespielt haben, reicht das halt einfach nicht wirklich, um kontinental was zu reißen. Oder dabei zu sein, eher gesagt. Köln vor Gladbach. 2 Punkte auch. Hertha dann vor den Wölfen aus Wolfsburg. Dann haben wir Mainz, Augsburg, Hannover, die ganz klar im gesicherten Mittelfeld waren. Im Abstiegskampf waren sie wirklich zu keinem Zeitpunkt. Und dann Freiburg auf der 16 darf in der Relegation ran gegen, das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden, die dann morgen kommt. Das ist die Abschlussfolge mit dem MSV in dieser Saison. Denn die WM kommt kurz danach und ich wollte die Abschlussfolge vorher noch packen und deswegen kommt diese Folge dann morgen. Dann haben wir Union Berlin auf der 17, die steigen ab mit dem VfB Stuttgart zusammen. Und das war die Tabelle. So sieht das bei den Torjägern aus. Jovic ist im Endeffekt 2. geworden hinter Sebastian Haller. Mit 2 Toren Rückstand, leider. Aber im Endeffekt, denke ich, ist das in Ordnung. Die Frankfurter sind Meister geworden, während wir in die Euroleague einziehen. Also das ist auch ein schöner Moment, denke ich, in dieser Karriere. Thomas Buch mit 9 auf Platz 18. Und dann kommt kein Duisburger mehr. Danach käme wahrscheinlich Schobesberg mit 7. Aber bei den Torvorlagen, da gewinnt Murk vor Davy Selke. Der Österreicher mit 11 Vorlagen vor Selke mit 8. Dann haben wir Jovic mit 8 Vorlagen. Hat damit mehr oder weniger die gleiche Scorerpunktzahl wie Sebastian Haller, denn der hat nur 6 geholt. Das heißt, das gleicht sich aus. Insgesamt haben beide dann 25. Der nächste Duisburger ist Kent mit 6 Vorlagen. Dann haben wir noch Schobesberger mit 5. Und das war es dann eigentlich auch von uns. Ohne Gegentor ganz klar Lencini, denn wir haben die beste Abwehr der gesamten Liga mit 25 Gegentoren gerade mal. 17 Mal ohne Gegentor Lencini eine ganze Hinrunde lang. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben mehr oder weniger den Wendepunkt gegen Union Berlin gehabt, wo wir 4-1 gewonnen haben und dann haben wir alles gewonnen, was danach kam.
da gehört er auf jeden Fall auch dazu, zu diesem Personal, was dafür gesorgt hat, dass wir die Wende schaffen und im Endeffekt in der Euroleague spielen. Zumindest die zwei Qualifikationsspiele gegen wen auch immer. Und ja, sehr gute Leistung vom italienischen Schussmann von uns. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Und ja, ansonsten denke ich, gucken wir uns zum Abschluss die Tabelle an, mit der ich sehr glücklich bin. Und ja, wir auf Platz 5. Ich denke, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut, oder rein uns. Ciao.